Der Oberösterreichische Landtag hat das Gesetz für die neue Sozialhilfe beschlossen. Die Neuerungen treten mit Anfang 2020 in Kraft und lösen die bisherige bedarfsorientierte Mindestsicherung ab. Wir haben drei große Schwerpunkte. Erstens einmal die Integrationsbereitschaft. Das heißt, wir haben jede Menge Deutschkurse angeboten und die betreffende Person muss Deutsch können. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil die deutsche Sprache ist eigentlich der wichtigste Faktor für die Integration. Das zweite ist die Leistungsgerechtigkeit. Die Sozialhilfe soll jene Leute, die in soziale Misslage gekommen sind, helfen. Und ich glaube schon, dass wir mit dem dritten Aspekt Arbeitsanreize jene Leute wieder in den Arbeitsmarkt bringen wollen, die dazu die Fähigkeiten haben. Das sind die drei großen und wesentlichen Punkte. Es profitiert der, der in die Schieflage gekommen ist und der tatsächlich Anspruch auf die Sozialhilfe hat. Der kann sich auch verlassen, dass er in Zukunft die Sozialhilfe bekommt. Drauf zahlen wir an jene, die die Sozialhilfe als soziale Hängematte sehen und nicht arbeiten gehen. Die Sätze der Sozialhilfe richten sich nach dem Nettoausgleichszulagenrichtsatz und werden jährlich valorisiert. Im Jahr 2019 beträgt der Richtsatz für eine alleinstehende Person 885 Euro. Je mehr Bezieher in einem Haushalt leben, desto geringer ist der Richtsatz pro Person. Ähnlich wie beim bisherigen BMS-Deckel Oberösterreichs wird die Summe aller Geldleistungen der Sozialhilfe pro Haushalt mit 175% des Richtsatzes begrenzt. Denn ein Haushalt mit arbeitenden Personen soll am Monatsende mehr Geld im Börsel haben als ein Haushalt, der nur von Sozialleistungen lebt. Bezugsberechtigt sind österreichische Staatsbürger und Asylberechtigte. Drittstaatangehörige sowie EU- und EWR-Bürger haben eine 5-jährige Wartefrist. Voraussetzung für die volle Leistung der Sozialhilfe sind zum einen die andauernde Bereitschaft der Person zum Einsatz der Arbeitskraft sowie die Vermittelbarkeit am österreichischen Arbeitsmarkt. Bei mangelnden Sprachkenntnissen oder fehlender Schul- und Berufsausbildung sind 35% der Sozialhilfe für Qualifizierungsmaßnahmen heranzuziehen, beispielsweise als Deutschkurs. Für Minderjährige sind ebenfalls gestaffelte Richtsätze vorgesehen. Dabei ist festgelegt, dass die Leistungen zu summieren und aliquot aufzuteilen sind. Darüber hinaus gibt es einen Bonus für Menschen mit Beeinträchtigung in der Höhe von 18% des Richtsatzes, einen gestaffelten Alleinerzieherbonus von bis zu 12% des Richtsatzes pro Kind und einen Jobbonus in maximaler Höhe von 20% des Richtsatzes, mit dem das Ziel verfolgt wird, betroffenen Menschen schnellstmöglich zurück in den Arbeitsmarkt zu helfen. Unberührt davon bleibt der Bezug der Familienbeihilfe und des Pflegegeldes. Weitere Informationen zum neuen Sozialhilfe-Ausführungsgesetz finden Sie in Kürze unter land-oberösterreich.gv.at.